ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Dialog Erwachsenenbildung. Diesmal führe ich kein Gespräch mit einer zweiten Person. Diesmal führe ich ein Gespräch mit mir selber, denn es handelt sich bei diesem Vortrag um meine Abschiedsvorlesung mit dem Titel Die gesellschaftliche Verankerung des lebenslangen Lernens, Lebenswelt, Alltagsweltensystem. Ich wiederhole nochmal den Titel, die gesellschaftliche Verankerung des lebenslangen Lernens, Doppelpunkt, Lebenswelt, Gedankenstrich, Alltagswelten, Gedankenstrich, System. Voranstellen möchte ich ein Zitat von Jürgen Habermas, der in seinem jüngsten Werk Folgendes gesagt hat. Was wir Vernunft nennen, ist nur die subjektive Spiegelung einer soziokulturellen Lebensform, sprachlich vergesellschafteter Subjekte, die nicht nur nicht lernen können, sondern die auf eine vollkommen neue, traditionsbildende, also kumulative und sich selbst beschleunigende Art lernen und damit die historische Gestalt ihrer Lebensformen kontinuierlich verändern und die ihre Lebensformen, soweit diese Veränderungen auf Lernprozessen zurückgehen, auch auf rationale Weise verbessern können. Ich komme zum Punkt 1, mein Anliegen. Die komparative Berufsgruppen- und Organisationsforschung, die ich mit meinem Kollegen Rudolf Tippelt und Julia Schütz entwickelt habe, hat es bislang versäumt, folgenden Widerspruch aufzulösen. Einerseits hat sie das nonformale und formale Lernen gleichsam addiert und als mehr oder weniger homogene sozialen Zusammenhang dem informellen Lernen gegenübergestellt. Auf diese Weise sollte eine erste Vorstellung von der Grenze des für Bildung und Erziehung zuständigen Systems entstehen und deutlich werden, von welcher Umwelt sich der Systemkern abhebt. Andererseits hat die pädagogische Berufs- und Organisationsforschung eher implizit als explizit eine betont kritische Position bezogen und moniert, dass die Kategorien nonformales, formales und informelles Lernen eben nicht einem wissenschaftlichen Diskurs entspringen, sondern viel eher das Produkt bildungspolitischer Setzungen sind. Im Klartext bedeutet dies, die komparative pädagogische Berufsgruppen- und Organisationsforschung verwendet einen Fundus an Grundbegriffen zur Begründung der Systemförmigkeit von Erziehung und Bildung, die sie an anderer Stelle kritisiert. In diesem Vortrag unternehme ich den Versuch, dem eben angedeuteten Widerspruch aufzulösen, einen alternativen Fixpunkt der grundlagentheoretischen Orientierung vorzuschlagen und zugleich das von der komparativen pädagogischen Berufs- und Organisationsforschung genutzte Systemverständnis zu schärfen. Was hat der Zuhörer, was hat die Zuhörerin im Detail zu erwarten? In einem ersten Schritt werden wir den Begriff des informellen Lernens durch den des Lernens in der kommunikativen Praxis der Alltagswelt ersetzen, wobei wir uns dabei auf das Konzept der Lebenswelt von Habermas stützen. Da das informelle Lernen eben nicht nur in der kommunikativen Praxis unserer Alltagswelt zu beobachten ist, sondern auch unabhängig davon, tasten wir in einem zweiten Schritt die Alltagspraxis unterschiedlicher Funktionskontexte auf das Lernen en passant ab. Damit tritt das informelle Lernen in zweifacher Weise auf, nämlich diesseits und jenseits der großen gesellschaftlichen Funktionssysteme. Unter erneutem Rückgriff auf grundlagentheoretische Unterscheidungen in der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas soll in einem dritten Schritt das Konzept des pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens eine grundlegende Bestimmung erfahren.
Dieses begreifen wir als den prototypischen Ort, wo gesamtgesellschaftlich das formale und nonformale Lernen institutionalisiert und prozessiert wird. Dabei rekurrieren wir auf eigene Vorarbeiten, die ich in dem Vortrag bündeln und schließlich mit Verweis auf die Rezeption des späten Systemverständnisses von Talcott Parsons auf eine neue Grundlage stellen möchte. Danach werden die Elemente des Systems ganz kurz angerissen und die verschiedenen Varianten der systembezogenen Arbeitsteilung entfaltet. Mit knappen Hinweisen über den möglichen zeitdiagnostischen Mehrwert der hier eingenommenen Perspektive endet dieser Vortrag. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, der Begriff der Lebenswelt. Nach Jürgen Habermas ist die Lebenswelt kein Ort und kein dreidimensionaler Raum, den man vermessen oder gar als Person betreten könne. Vielmehr diene diese, Zitat, als eine nicht gegenständliche, vortheoretische Ganzheit, die uns auf unproblematische Weise intuitiv immer schon gegenwärtig ist, als Sphäre der täglichen Selbstverständlichkeiten des Common Sense. Zitat Ende. Die Lebenswelt fungiere als jener Fluchtpunkt des vortheoretischen Wissens, wo sich drei grundlegende Akteur-Welt-Beziehungen verbinden. Diese Referenzen könnten, so Habermas, Zitat, ein Subjekt zu etwas in einer Welt aufnehmen, zu etwas, das in einer objektiven Welt entweder statt hat oder herbeigeführt werden kann, zu etwas, das in der von allen Angehörigen eines Kollektivs geteilten sozialen Welt als gesollt anerkannt wird, oder zu etwas, das andere Aktoren der eigenen, der dem Sprecher privilegiert zugänglichen subjektiven Welt zurechnen können. Zitat Ende. Diese Aktor-Welt-Relation in der objektiven, sozialen und subjektiven Welt sind ebenfalls in den Typen des kommunikativen Handelns gegenwärtig. Dieses findet immer dann statt, wenn alle Beteiligten ihre individuellen Handlungspläne aufeinander abstimmen und daher ihre illokutionären Ziele vorbehaltlos verfolgen. Inwieweit hilft uns nun die Kategorie der Lebenswelt bei der grundlagentheoretischen Reformulierung der verschiedenen Lernorte weiter? Das skizzierte Konzept der Lebenswelt stellt ganz eindeutig ein philosophisches Konzept dar. Allein Habermas selbst hat mehrfach vor einer allzu forschungspragmatischen Verwendung gewarnt. Zitat, der Begriff der Lebenswelt sei, so heißt es bei ihm freilich, nicht ohne weiteres für empirische Analysen brauchbar. Zitat Ende. Zwar erscheint es aus meiner Sicht prinzipiell möglich, die lebensweltlichen Grundlagen des lebenslangen Lernens etwa mit der auf Alfred Schütz zurückgehenden Idealisierung des und so weiter zu verknüpfen, aber das wäre nur um den Preis der Ignoranz gegenüber den Vorbehalten des Erfinders machbar. Um das Lebensweltkonzept dennoch zumindest auf als lockeren Bezugsrahmen empirische Untersuchungen, aber auch als Ressource für grundlagentheoretische Bestimmungen zu nutzen, halten wir es für geboten, den Lebensweltbegriff im strengen Sinne durch eine Kategorie aus der gleichen wissenschaftlichen Tradition zu ersetzen, wobei wir hier das Konzept der kommunikativ organisierten Alltagswelt als geeignet einstufen. Wenn wir diesen Wechsel vollziehen und im Folgenden vom informellen Lernen als Bestandteil der kommunikativen Alltagswelt sprechen, so wechseln wir zwar gleichzeitig eine philosophische durch eine eher soziologische Perspektive aus, führen aber bestimmte Attribute der Lebenswelt weiter mit, wie etwa die Wissensform des Common Sense und solche kontrafaktische Idealisierungen wie den eben angeführten Basisakt des und so weiter. Während uns die Lebenswelt nur als Totalität verfügbar ist, erlaubt die Kategorie der Alltagswelt weitreichende Differenzierungen, also eine forschende Haltung im Plural.
In einem späteren Hauptwerk präzisiert Habermas diese Unterscheidung, indem er die Alltagswelt als jenes Bild kennzeichnet, das sich das Gesellschaftsmitglied von der objektiven Welt macht und das für empirische Forschung nutzbare Konzept der Alltagswelt erweist sich nicht zuletzt deshalb als anschlussfähig, weil es sich für die Beobachtung und die hermeneutische Erschließung konkreter Situationen eignet und sich in räumlich, sozialer und zeitlicher Hinsicht dimensionalisieren lässt. Ich komme jetzt zum dritten Punkt, zum informellen Lernen in der kommunikativ organisierten Alltagswelt. Was schwebt uns vor, wenn wir von der kommunikativen Alltagswelt als Ort des informellen Lernens sprechen? Dabei haben wir zunächst die Sphäre familiärer oder familienähnlicher Verkehrsformen, den Bereich des Privatlebens als Ganzes, also etwa die Gestaltung und Pflege von Freundschaften oder andere informelle Beziehungen zu signifikanten anderen, sowie die Praxis in sozialen Welten, jenseits großer Organisationen, kurz die soziale Mitwelt und die Zone in unmittelbarer Reichweite im Blick. Hier agieren die Gesellschaftsmitglieder zudem weniger als Rollenträger bzw. als Inhaber einer sozialen Identität und stattdessen primär als Biografieträger, also als Personen mit einer unverwechselbaren Lebensgeschichte, die ihre Lebenspraxis koordinieren und wechselseitig aufeinander abstimmen, sodass sie nicht in der überwiegenden Mehrzahl der Interaktionen strategische Ziele verfolgen müssen. Am ehesten nachvollziehbar wird das hier dargelegte Verständnis des informellen Lernens als Bestandteil der kommunikativen Alltagswelt anhand von Beispielen deutlich. Uns schweben folgende Lernprozesse in folgenden Situationen vor. Wenn im lebenszyklischen Ablauf einer Ehe sich die Geburt eines Kindes ankündigt und die zukünftigen Eltern im Zuge der vorweggreifenden Sozialisation die Rechte und die Pflichten einer Mutter und eines Vaters und die damit verbundenen Alltagspraktiken bei der Versorgung und der Aufzucht von Kleinstkindern, etwa durch Gespräche mit den eigenen Eltern oder durch die Beobachtung von Mitgliedern anderer Familien, erlernen. Zweites Beispiel. Wenn im familiären Alltag Kinder von ihren Eltern lernen, wie man beispielsweise taktvoll und höflich gegenüber Fremden auftritt und umgekehrt, wenn Eltern vom Erfahrungsvorsprung ihrer Kinder profitieren und diese in den konkreten Umgang mit Computerprogrammen, Handys oder andere moderne Technologien eingewiesen werden. Oder wenn im Zuge der Diagnose einer lebensbedrohlichen Erkrankung der Patient die ihm vom Arzt schematisch vermittelten Informationen in der eigenen Lebenspraxis durch autodidaktisch erworbene Kenntnisse ergänzt, medizinisches Fachwissen autodidaktisch erlernt und sich damit ein eigenes Bild seiner Krankheit macht. Als Normalform, wenn man das bündelt, als Normalform des informellen Lernens begreife ich an dieser Stelle Interaktions- und Kommunikationszusammenhänge, in denen sich Gesellschaftsmitglieder in Kopräsenz begegnen, gemeinsam die Situation definieren, diese veränderten Konstellationen anpassen und im Zuge von strittigen oder weniger strittigen Aushandlungsprozessen neues Wissen aufschichten, an der Veränderung ihrer Alltagsgewohnheiten arbeiten und oder ihre soziale Identität nachhaltig modifizieren. Ich komme zum vierten Punkt. Das informelle Lernen im Einflussbereich gesellschaftlicher Funktionskontexte. Vor dem Hintergrund des eben Gesagten liegt der berechtigte Einwand nahe, dass nicht nur die private Welt in unmittelbarer Reichweite, sondern auch das rollenförmige, organisationale Handeln im Einflussbereich der Funktionssysteme eine Alltagspraxis aufweise. Da sich Gesellschaftsmitglieder nicht nur in lebensweltlich geprägten, sondern auch in systemisch überformten Situationen bewegen,
erscheint es geboten, auch eine möglichst präzise Vorstellung von dem hier realisierten informellen Lernen zu gewinnen. Diese Kategorie kann ebenfalls durch Beispiele veranschaulicht werden. Im Wirtschaftsleben nutzen Kunden heute immer mehr die unterschiedlichsten Gelegenheitsstrukturen, um Preise und Garantieleistungen zu vergleichen, Testberichte zu recherchieren, Kaufverträge auf ihre juristische Stichhaltigkeit zu überprüfen und bei alledem viel über Ökonomie und effektives Haushalten zu lernen und sich dem Idealbild eines kompetenten Konsumenten anzunähern. In vielen Bereichen der Arbeits- und Berufswelt werden Arbeitnehmer heute mehr oder weniger herausgefordert, sich durch gezielte Beobachtungen und das Nachmachen der Praktiken von Kolleginnen neues Wissen und Können zu erwerben und somit, Gänsefüßchen oben, im Prozess des Arbeitens, Gänsefüßchen oben, zu lernen. Aktivisten einer auf dem Gebiet des Umweltschutzes tätigen sozialen Bewegung eignen sich im Zuge ihres Engagements naturwissenschaftliches Wissen über Luftverschmutzungen, Messprozeduren und die damit verbundenen Fehlerquellen, die medizinischen Implikationen und die sozialen Konsequenzen der damit verbundenen Gefahren an und avancieren auf diese Weise zu Experten. Charakteristisch für die eben skizzierte Situation ist, dass die Akteure als Rollenträger oder präziser als Kunden, Arbeitnehmer, Aktivisten von sozialen Bewegungen adressiert werden. Bisher hat die komparative pädagogische Berufsgruppen- und Organisationsforschung sowohl das informelle Lernen in der kommunikativ organisierten Alltagswelt als auch das im Einflussbereich der gesellschaftlichen Funktionssysteme auf der Ebene der empirischen Forschung kaum Beachtung geschenkt. Begründet wurde dies mit dem folgenden Argument: Das informelle Lernen außerhalb des pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens fungiert als Umwelt und wird als das betrachtet, was es ist, nämlich als naturwüchsige Sozialisation der Lebenspraxis. Allein Ansätze, um die Diversifizierung des informellen Lernens im gesamten gesellschaftlichen Reproduktions- und Produktionszusammenhang in den Blick zu bekommen, gibt es derer viele. Während manche Kolleginnen und Kollegen Phänomene der Entgrenzung und die Universalisierung des Pädagogischen in den Mittelpunkt empirischer Untersuchungen gerückt haben, und hier vor allen Dingen Jochen Kade, Wolfgang Seiter, Herr Dinkelacker, beschäftigen sich andere mit dem informellen Lernen in der Interaktion mit Medien oder im Prozess des Arbeitens. Fünfter Punkt. Ich komme jetzt sozusagen, ich nähere mich jetzt dem Kern des Systems, der Frage nach dem Systemcharakter von Erziehung und Bildung. Und hier, denke ich, ist es legitim, eine Lehrstelle im Theoriegebäude von Habermas zu konstatieren. Die nun folgende Zwischenbetrachtung dient dem Zweck, eine einigermaßen präzise Vorstellung jenes Systems zu erlangen, das jenseits der eben angedeuteten alltagsweltlichen Handlungskontexten mit der Planung, Verwaltung und der intentionalen Realisierung des didaktisch flankierten lebenslangen Lernens beschäftigt ist und das im Spektrum der übrigen Funktionssysteme, also beispielsweise Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Religion, platziert werden kann. Während es aus grundlagentheoretischer Sicht relativ unproblematisch erscheint, bei der Bestimmung der Kategorie informelles Lernen in der Alltagswelt sich auf Habermas zu beziehen, erscheint dies beim Systembegriff ungleich schwieriger. Man möge sich nochmals die Botschaft des Eingangszitats von Jürgen Habermas bewusst machen: Ein zentrales Merkmal des Menschseins, die Fähigkeit, über die Vernunft zu verfügen, bindet Habermas in dieser Passage an eine spezifische Form des Lernens. Die Vergegenwärtigung dieses Zitats bietet zugleich einen Impuls, um auf die eklatante Diskrepanz aufmerksam zu machen, die zwischen der emphatischen Haltung
von Habermas gegenüber dem gattungsgeschichtlichen und dem individuellen Lernen einerseits und der notorischen Verkennung des organisierten Lernens in dafür zuständigen Einrichtungen andererseits besteht. Hier ein Zitat von Habermas zur Pädagogisierung als säkulares Phänomen. Zitat Anfang. Seit dem 18. Jahrhundert setzt eine Pädagogisierung von Erziehungsprozessen ein, die ein von imperativen Mandaten der Kirche und der Familie entlastetes Bildungssystem möglich macht. Die formale Erziehung greift heute bis auf die frühkindliche Sozialisation durch. Wie im Falle der kulturellen Handlungssysteme und der in diskursiven Formen übergeleiteten politischen Willensbildung bedeutet die Formalisierung der Erziehung nicht nur eine professionelle Bearbeitung, sondern die reflexive Brechung der symbolischen Reproduktion der Lebenswelt. Die Aussagen von Habermas zum Thema der Pädagogisierung verlangen eine kritische Kommentierung und zugleich eine Ergänzung. Die formale Erziehung greift heute keineswegs nur auf die frühkindliche Sozialisation durch, sondern tangiert zum einen, man denke hier an einschlägige, überall bekannte Statistiken, auch das mittlere und höhere Erwachsenenalter. Das Szenario gewinnt zusätzlich an Profile, wenn man die Expansion der gymnasialen Bildung, der Hochschulbildung und der Weiterbildung berücksichtigt. Auch kann die Funktion einer von Habermas diagnostizierten Pädagogisierung nicht nur auf die Brechung der symbolischen Reproduktion der Lebenswelt eingeengt werden, sondern die Tradierung betrifft auch vitale Leistungen für andere Funktionssysteme. Damit würde man die Aussage nicht auf die Reproduktion der systemischen Ordnung der Gesellschaft reduzieren, sondern das Fadenkreuz des Leistungsbereichs von Erziehung und Bildung würde sich auch auf systemische Funktionen erweitern. Wirtschaftliche, politische und wissenschaftliche und andere Organisationen wären ohne die Qualifikationsfunktion des Erziehungs- und Bildungswesens und die Vermittlung entsprechender Kompetenzen schlicht nicht überlebensfähig. Das ist letztlich die Ursache, warum im Theoriegebäude von Habermas zwar der ganze Katalog einschlägiger Funktionssysteme Erwähnung findet, Erziehung und Bildung aber meines Wissens keineswegs unter einem Dach eines Funktionssystems verbucht wird. Die hier diagnostizierte Selektivität und Schieflage in der Gesellschaftstheorie von Jürgen Habermas lassen sich durch das Hinzuziehen grundlegender Überlegungen von Talcott Parsons kompensieren. Nicht ganz zufällig wählen wir damit jenen Autor, auf dem viele von Habermas Vorstellungen über den Stellenwert von Systemen in hochmodernen Gesellschaften beruhen. Wie kaum ein anderer Systemtheoretiker hat Talcott Parsons das Bildungswesen ernst genommen und wegweisende Untersuchungen vorgelegt. Dabei ist seine Kategorie der Revolution des Bildungswesens einschlägig. Zitat: Was wir als moderne Gesellschaft bezeichnen, nahm im 17. Jahrhundert Gestalt an, und zwar in der nordwestlichen Ecke des europäischen Systems von Gesellschaften, in Großbritannien, Holland und Frankreich. Die nachfolgende Entwicklung der modernen Gesellschaft umfasst drei Prozesse revolutionärer Strukturwandel: die industrielle Revolution, die demokratische Revolution und die Revolution des Bildungswesens. Die drei Umwälzungen waren nicht im selben Maße von politischer Gewalt begleitet. Zitat Ende. Wenn Parsons von der Revolution des Bildungswesens spricht, dann meint er primär die Universität. Für ihn stellen die Universitäten im Kern den säkularen Nachfolger der Gemeinschaft der Gläubigen, wie es der asketischen Protestantismus vorgesehen hat. Die mit der Bildungsrevolution unweigerlich verbundene Expansion der Universität und der institutionalisierten Teilhaberechte des Bürgers bilden nach Parsons dann die Grundlage einer ungeahnten Entwicklung, und zwar in Richtung
Professionalisierung. Das Anknüpfen an die zentralen Überlegungen von Parsons im Hinblick auf die von ihm behauptete Bildungsrevolution kann aber nur mit einer deutlichen Relativierung der von ihm behaupteten Sonderstellung der Universität einhergehen. In der Tat haben sich die Hochschulen nicht nur in den USA, sondern auch weltweit explosionsartig entwickelt. Doch liegt es meines Erachtens angesichts der gegenwärtigen Situation nahe, die von Parsons behauptete Bildungsrevolution nicht nur auf die Sonderstellung der Universitäten als Nukleus einer bestimmten intellektuellen Haltung als Quelle von ungeahnten Professionalisierungsbewegungen zu beziehen, sondern der gesamtgesellschaftlichen Diversifizierung pädagogischer Institutionen, Ämter, Berufsgruppen, Wissensformen über die menschliche Lebensspanne insgesamt Bedeutung und Beachtung zu schenken. Ganz generell kann die Substitution der naturwüchsigen Sozialisation durch intentionale Erziehung und Bildung diagnostiziert werden. Und dabei spielt eben die Universität nur eine Rolle unter vielen. Aus einer aktuellen zeitdiagnostischen Perspektive muss man die von Parsons ins Feld geführte Bildungsrevolution mit der heute empirisch nachweisbaren Pädagogisierung des Lebenslaufs in Beziehung setzen, denn noch niemals zuvor in der menschlichen Geschichte kann man mit Blick auf Erziehung und Bildung eine so enge Wechselbeziehung zwischen Ontogenese und Phylogenese konstatieren wie heute. Oder konkreter formuliert, im gleichen Maße, wie wir gattungsgeschichtlich noch niemals zuvor ein solch gestaffeltes institutionelles Gefüge an kommunal, regional, national und international verorteten Erziehungs- und Bildungseinrichtungen registrieren konnten, zeichnet sich komplementär auf der biografischen Ebene eine weitreichende Pädagogisierung der individuellen Lebensführung ab. Eindringlich durch die Arbeiten von Wolfgang Salter und Jochen Kade belegt. Diese Entwicklung schlägt sich statistisch in immer größeren Beteiligungsquoten und in der Aufwertung höherer Bildung nieder. Parsons sprach von institutionalisierten sozialen Teilhaberechten als zentrale Konsequenz der Bildungsreform. Wir sprechen heute von formaler Inklusion, die aus der Sicht des Erziehungs- und Bildungswesens der Regel und keineswegs die Ausnahme darstellt. Wenn man sich die vier Elemente des einschlägigen Agile-Schemas, also Anpassung, Zielerreichung, Integration, Strukturerhalt, wenn man die als invariant festlegt, dann fragt man sich, warum Parsons für den zentralen Wert der Bildung kein eigenes Funktionssystem vorgesehen hat, nur ein Nebensystem sozusagen. Unter dem Eindruck der Entwicklung moderner Gesellschaften und den drei eben erwähnten Revolutionen, also der politischen, der wirtschaftlichen und der bildungsbezogenen, hat sich ein weitgehend eigenständiges politisches System und ein weitgehend autonomes Wirtschaftssystem etabliert. Der dritten Revolution, der Bildungsreform, gesteht Parsons in seiner Theoriearchitektur offenbar kein eigenes System zu, obwohl dies unmittelbar nahelege. Während bei Habermas ein System des lebenslangen Lernens diesseits oder der von ihm ausführlich gewürdigten Sozialisation kaum in Frage zu kommen scheint, läge in Parsons Systemmodell eine solche Option unmittelbar nahe, sehr nahe. Die Frage, ob der hier favorisierte Systembegriff mit dem Agile-Schema kompatibel ist, könnte aus meiner Sicht mit einem ganz eindeutigen Ja beantwortet werden. Ich komme jetzt zum fünften Punkt, zur Kernaussage eigentlich meines Vortrags. Das war jetzt sozusagen die Vorbemerkung. Jetzt kommt der Hauptteil, nämlich die Einheit des nonformalen und formalen Lernens dargestellt in der Physiognomie des sich formierenden pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens.
Unter Verweis auf die eben formulierten kritischen Kommentare zu Habermas und Parsons wird nun der Vorschlag begründet, die Sphäre des formalen und die des informalen Lernens zu verbinden, als Einheit zu begreifen und das institutionalisierte Lernen im Lebenslauf zu fokussieren und die Leistung des so gewonnenen sozialen Aggregats für die gesamte Gesellschaft zu bestimmen. Die an anderer Stelle beschriebene allmählich, also keineswegs abgeschlossene Etablierung eines pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens ist in dem Vordergrund trivialen Umstand begründet, dass weder das Konzept Erziehung noch das sehr eng auf unsere eigene Kultur zugeschnittene Modell der Bildung dem empirisch nachweisbaren Tatbestand Rechnung tragen kann, dass das organisierte, intentional gesteuerte Lernen die naturwüchsige Sozialisation in der Alltagswelt langsam, aber stetig zu ersetzen beginnt und auf die gesamte Lebensspanne ausstrahlt. Jede der beiden Kategorien, also Erziehung und Bildung, vermag weder die Eigenlogik noch die Totalität der intentional gesteuerten Lehr- und Lernprozesse über die gesamte Lebensspanne Rechnung zu tragen. So ist Bildung bekanntlich an minimale Formen von bereits vorhandener Subjektivität, Subjektivierung gebunden, während das Konzept einer Erziehung des Erwachsenen im Sinne der Vermittlung von Handlungsdispositionen angesichts der in diesem Lebensalter vertretenen Autonomieansprüche aus der Perspektive der Akteure kaum konsensfähig sein dürfte. Beim hier verwendeten Kategorienspektrum zur Kennzeichnung des pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens stützen wir uns in einem ersten intuitiven analytischen Zugriff auf die allgemeine Systemtheorie. Es geht zunächst einmal nur um Elemente, deren Eigenschaften und die Beziehung der Elemente zueinander. Ähnlich wie in der Triade Vater, Mutter, Kind, der lebensweltlich situierten Erziehung bzw. der familiären Sozialisation als einer der wichtigsten Orte des informellen Lernens, kann im pädagogisch organisierten System des lebenslangen Lernens als Einheit des formalen und des nonformalen ebenfalls eine dreiwertige Relation zugrunde gelegt werden. Diese besteht aus den Elementen, die Summe aller pädagogischer Organisationen, die soziale Welt der pädagogischen Tätigen und das ideelle Gesamtklientel in Gestalt des pädagogischen Anderen. Auf diese drei Elemente sind wir in bereits vorliegenden Publikationen eingegangen und daher klammere ich diesbezügliche Erläuterungen hier aus. Während diese drei Elemente des Systems die horizontale Ordnungsdimension darstellen, bilden die Bildungssegmente, also die frühkindliche Erziehung, Elementarpädagogik, Primarbereich, Sekundarstufe 1 und 2, Hochschule, Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung, die vertikale Dimension und damit die prozessuale Seite des Systems ab. An anderer Stelle haben wir das lebenslange Lernen in Anlehnung an Dieter Lenzens Arbeiten in der Weise reformuliert, dass wir von einem Funktionssystem im Entstehen mit der Zuständigkeit der arbeitsteiligen Gestaltung der Humanontogenese sprechen. Wie muss man sich nun diese Arbeitsteilung konkret vorstellen? Diese kann nach 4 Seiten ausdifferenziert werden. Aus der Sicht der lokalen pädagogischen Situation, also der kleinsten Einheit des Systems, findet Arbeitsteilung zum einen in der Weise statt, dass eine sequenziell oder synchron vollzogene Verschränkung pädagogischer Technologien, also Programme, Veranstaltungsformen, Methoden und Medien, mit den Kernaktivitäten des Unterrichtens, Beratens, Organisierens, Sanktionierens und Begleitens erfolgt. Auf diese Weise werden Operationen und Praktiken der Organisation mit denen der Berufskultur verknüpft. So kann das performative Handeln in der Schule sowohl aus der Sicht der Kernaktivität des Unterrichts, des Unterrichtens, als auch unter dem Blickwinkel der Technologie, der Veranstaltungsform, unter Einsatz weiterer Technologien wie der Methode oder den Medien betrachtet werden. Hier geht es nicht um Tätigkeiten einzelner Personen, sondern um die Verknüpfung von Handlungsaktivitäten in ein und derselben Situation unter Beteiligung einer oder mehrerer Praktiker.
Zum anderen kann Arbeitsteilung aus der imaginierten Sicht des Lebenslaufs der pädagogisch anderen und der hier mobilisierten Prägekraft eine Bestimmung erfahren. Im Verstreichen der Lebenszeit münden die Einflüsse der diversen, zumeist jahrzehntelangen Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen in der Konstitution einer spezifischen Identitätsformation ein. So stellt die biografische Situation, also das konkrete So- und Nicht-Anders-Sein eines Gesellschaftsmitgliedes im Hier und Jetzt und die hier zur Geltung kommende, Persönlichkeitsprofil immer auch das Ergebnis des komplexen Ineinandergreifens jener Lern- und Aneignungserfahrungen dar, welche die jeweilige Person in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen gesammelt hat. Immerhin partizipiert ein Gesellschaftsmitglied in unserem Gemeinwesen durchschnittlich 176.000 Stunden in seinem Leben im pädagogisch organisierten System des lebenslangen Lernens. Das Ineinandergreifen und die Wechselbeziehungen der Effekte und Wirkungen, die von den diversen institutionellen ablaufenden Erwartungsmuster des Kindergartenaufenthalts, der schulischen Sozialisation, der beruflichen und der universitären Bildung, der Weiterbildung und der sozialen Arbeit auf die Identitätsformation ausgehen, bildet demnach das Ergebnis der Arbeitsteilung zwischen den vertikal angeordneten Systemelementen. Diese Einschätzung ist durch die Reinterpretation und die Kombination von Untersuchungen aus dem Umkreis der Biografie- und Lebenslaufforschung zu belegen. Drittens wird Arbeitsteilung auch jenseits der Biografien vollzogen, und zwar vom Standpunkt der Einrichtungen und der Ebene des Zusammenwirkens einzelner Organisationen im Zuge formalisierter und weniger formalisierter Kooperationsaktivitäten und Initiativen der Netzwerkbildung. Beispiele für solche Formen gibt es viele. Kindergärten kooperieren mit Universitäten, Schulen und Altersheime führen gemeinsame Veranstaltungen aus, Einrichtungen der Weiterbildung schließen sich mit Fachhochschulen zusammen und so weiter und so fort. Und schließlich gibt es aus der Makroperspektive des Gesellschaftssystems die vierte Variante der Arbeitsteilung, nämlich die sich aus den Leistungen des pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens, Leistungen für andere nicht pädagogische Funktionssysteme ergeben. So werden für das Wirtschaftssystem etwa sowohl beruflich verwertbare Kompetenzen und Qualifikationen als auch Grundfertigkeiten im Befolgen der Konsumentenrolle bereitgestellt. Für das politische System wird eine minimale Folgebereitschaft im Kontext demokratisch legitimierter Verfahren erzeugt. Dem Religionssystem wird eine gewisse Mindestausstattung an Wissen über die angestammte Konfession, aber auch über Weltreligionen und die religiöse Bedeutung gewisser Feiertage vermittelt. Für das Wissenschaftssystem ein Fundus an Basiskompetenzen vermittelt, an welche die akademische Sozialisation möglichst problemlos anschließen kann. Halten wir fest. Die Arbeitsteilung vollzieht sich sowohl diachron als auch synchron, vertikal wie horizontal. Sie findet sich auf der Makro-, Meso- und auf der Mikroebene statt. Pädagogische Realität entsteht also nicht durch das bloße Dasein der Systemelemente und durch situative Aushandlungsprozesse, sondern durch die fortlaufende Interaktion sozialer Figurationen in Gestalt der erwähnten Systemelemente, nämlich in den gemeinsamen Konstruktionsleistungen der Erziehungs- und Bildungsorganisationen, der sozialen Welt der pädagogisch Tätigen und die pädagogischen anderen. Um eine Vorstellung von dem Operationsmodus des Systems zu erhalten, möge man sich ein beliebiges Foto aus der Alltagspraxis der Arbeit in einer Erziehungs- und Bildungseinrichtung vor Augen führen. Abgebildet sind hier pädagogische Situationen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass nicht nur Kinder oder Jugendliche als Schüler oder in einer anderen Rolle mit zumeist älteren Personen,
sondern auch Personen in einem ähnlichen Lebensalter in einem sozialräumlichen Rahmen interagieren und dabei typische Aktivitäten wie beraten, unterrichten, sanktionieren und so weiter vollziehen, wobei diese wiederum in typische Technologien eingebettet sind. Dieses Handeln wiederum evoziert Anschlusshandlungen. Würde man die Anschlusshandlungen von Situation zu Situation aus der Beobachterperspektive über viele Jahre beobachten oder genauestens protokollieren, so bekäme man eine erste ungefähre Vorstellung davon, wie die Biografien bestimmter Gesellschaftsmitglieder von pädagogischen Systemen des lebenslangen Lernens überformt und geprägt wird. Alle drei Systemelemente repräsentieren unterschiedliche Erwartungen, Interessenslagen und Anforderungsstrukturen, die im Zuge von konflikthaften und weniger konflikthaften Austausch- und Interaktionsprozessen fortlaufend Aktivitäten der Kontingenzverarbeitung im System darstellen. Unter Maßgabe kommunikativer und strategischer Handlungen transformiert das System die vorherrschende Kontingenz in den Zustand von Emergenz, genauer in die Definition von Handlungsfolgen, mit denen die Berufskulturen, die Organisationen leben und umgehen können und die bei den Ziel- und Adressatengruppen als Selbstbeschreibung verbucht werden können. Momentan deutet sich ja nur grob die Konturen des pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens ab, ohne dass es sich endgültig als vollwertiges Funktionssystem etabliert hätte. Mit dem Rechtssystem teilt das pädagogisch organisierte System das Merkmal, dass es Autonomie und Heteronomie zusammenbringt. Ich verweise hier auf die einschlägige Arbeit von Habermas, Faktizität und Geltung. Und in einer spezifischen Gemengelage die damit verbundenen Paradoxien bearbeitet. Mit dem medizinischen System teilt es das Merkmal der biografischen Begleitung über die gesamte Lebensspanne, doch im Unterschied zur vorwiegend retrospektiven Krisenverarbeitung in der Medizin zielt Pädagogik auf die Vermeidung krisenhafter Fallentwicklungen unter Maßgabe der Korrektur von Abweichungen in Normalbiografien ab. Das Alleinstellungsmerkmal des pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens leitet sich aus der doppelten theologischen Bezug ab. Zweck der Erziehung und der Bildung ist ja schließlich nicht nur die Vorbereitung auf den zeitlich unmittelbar folgenden Schritt in der Bildungsbiografie, sondern auch der Aufbau von lebensphasenindifferenten Dispositionen und Kompetenzen, wie beispielsweise Ich-Stärke, Resilienz und so weiter. Also die Ermöglichung von nachhaltig wirksamen Befähigungen in einem offenen biografischen Handlungshorizont. Wie kann das besondere Profil des pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens noch weiter geschärft werden? Eine zusätzliche Leistung ist in der eben bereits angedeuteten Vermittlung und Bereitstellung von Kompetenzen zu sehen, um die Wahrscheinlichkeit für die erfolgreiche Integration in andere Funktionssysteme zu erhöhen und hier eine erfolgreiche Partizipation sicherzustellen. In der Sprache von Talcott Parsons gewährleistet das pädagogisch organisierte System des lebenslangen Lernens letztlich die Interpenetration von Persönlichkeitssystem und Sozialsystem und kompensiert damit jene Anteile, die durch Formen der naturwüchsigen Sozialisation nicht bedient werden können. Das schließt die Herstellung und Kultivierung der Lernfähigkeit von Offenheit für Erziehung und Bildung über die gesamte Lebensspanne mit ein. Ausschlaggebend ist nicht, ob tatsächlich gelernt wird. Für den Strukturerhalt entscheidend ist, dass die Erwartung zu lernen als Erwartungserwartung kommuniziert wird. Dabei findet im optimalen Fall gesamtgesellschaftlich eine Abstimmung in der beschleunigten Entwicklung der gesellschaftlichen Funktionssysteme und sozialer Milieus sowie sozialer Welten einerseits sowie der biografischen Erfahrungs- und Wissensaufschichtung andererseits statt. Die Autonomie des Subjektes wird dabei weitgehend gesichert.
da auf der individuellen Ebene der Aufbau, die Veränderung und Aufrechterhaltung von Identitätsformation unter Maßgabe universeller Maximen und Zwecke immer nur als Aneignungsoption und im Modus der Zweckprogrammierung kommuniziert und realisiert werden kann. Das pädagogisch organisierte System des lebenslangen Lernens trägt mit dem eben angedeuteten Modus der Leistungserbringung dazu bei, die symbolische Ordnung der Gesellschaft für die nächste Generation im Modus der biografischen Begleitung sowohl auf der Handlungs- als auch auf der Systemebene verfügbar zu machen und damit für die Zukunftsoffenheit des menschlichen Gemeinwesens zu sorgen. Und diese Leistung erstreckt sich sowohl auf lebensweltliche als auch auf systemische Zusammenhänge. Auf der Ebene der Vermittlung von Grund- und Spezialkompetenzen sorgt das System für die Bedingungen, für die Möglichkeit, dass die Gesellschaftsmitglieder in anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen im Modus der Teilnahme inkludiert werden und hier weitgehend problemlos partizipieren können. Das System löst damit die widersprüchliche Kernaufgabe, den gesellschaftlichen Status quo einerseits zu tradieren und andererseits den Boden für gesellschaftliche Reform- und Transformationsprozesse zu bereiten. Dabei gilt es zu beachten, dass Innovationen in anderen Funktionssystemen auf die Erzeugung und Kultivierung unangepasster und nicht konform sozialisierter Gesellschaftsmitglieder angewiesen ist. Die Erzeugung von Devianz innerhalb des pädagogisch organisierten Systems kann außerhalb seiner Grenzen demnach als funktional gelten. Ganz generell gilt, dass die naturwüchsige Sozialisation in der Lebenspraxis allein unter den Bedingungen moderner Komplexgesellschaften soziale Integration, gesellschaftliche Evolution und kulturelle Reproduktion nicht garantieren. Dazu bedarf es eines eigenen Funktionssystems, das den imperativen modernen Gesellschaften entspricht. Ich komme jetzt zum sechsten Punkt. Die aus der dreifachen gesellschaftlichen Verankerung des lebenslangen Lernens, also Lebenswelt, Alltagswelten, System, bildungspolitische Positionierungen erwachsen können. Der Ausgangspunkt der Argumentation in diesem Vortrag bildet der Widerspruch im eigenen Ansatz. Die Begriffe informelles, formales und nonformales Lernen im Zusammenhang mit der komparativen pädagogischen Berufsgruppen- und Organisationsforschung einerseits affirmativ zu nutzen, sie an anderer Stelle aber als wenig belastbar und stark bildungspolitisch konnotiert zu kritisieren. Die drei Orte und Formen des Lernens sind damit in einen größeren gesellschaftstheoretischen Entwurf eingebettet worden. Das, was Habermas mit Blick auf die Gesellschaft als Ganzes vorgeschlagen hat, diese nämlich als System und zugleich als Lebenswelt zu fassen, wird für das Verständnis der gesellschaftlichen Ordnung des lebenslangen Lernens zwar aufgegriffen, zugleich aber an einer entscheidenden Stelle modifiziert. Im Gegensatz zu dem stark philosophisch konnotierten Begriff der Lebenswelt erscheint uns das Konzept der kommunikativ organisierten Alltagswelt als empirisch operationalisierbares Konzept geeigneter zu sein. Die Lebenswelt tritt uns, so Habermas, per se als Ganzes gegenüber. Deshalb ist auch hier nur im Singular von ihr die Rede. Das informelle Lernen in der Alltagswelt nehmen wir demgegenüber im Plural in den Blick, da es zum einen als kommunikative Praxis in unserer Alltagswelt und zum anderen im Einflussbereich der großen gesellschaftlichen Funktionssysteme realisiert wird. Von der Einheit eines gesellschaftlichen Funktionssystems kann sinnvollerweise nur im Singular und ausschließlich dann gesprochen werden, wenn eine einheitliche Bezeichnung dafür existiert. Erziehungssystem und Bildungssystem, das geht nicht. Der Systembegriff lag dabei keineswegs auf der Straße, sondern musste in Auseinandersetzung mit der sozialwissenschaftlichen Tradition, insbesondere mit Blick auf Parsons, erst noch entwickelt werden. Wobei die davor vorgestellte intuitive Variante
mit den drei Elementen, die ich eben erläutert habe, sicherlich nicht das Ende der Theorieentwicklung darstellen wird. Das eng an die Gegebenheiten der Bildungs- und Erziehungspraxis angeschmiegte Modell könnte den Bedarf abdecken, die eine sehr stark ausdifferenzierte erziehungswissenschaftliche, in Anführungszeichen, Spezialforschung hinterlassen hat. So wissen wir zwar immer mehr über immer kleinere Phänomene, ohne dass dabei gleichzeitig die Vorstellung von der Einheit von Erziehung und Bildung in modernen Gesellschaften an Präzision gewinnen würde. Die Applikation des eigentlich für das Verständnis gesamtgesellschaftlicher Differenzierungsprozesse üblichen Figur der Arbeitsteilung, also Durkheim, auf das Erziehungs- und Bildungswesen hat den großen Vorteil, aus einer nicht normativ gefärbten Position die Gleichwertigkeit aller pädagogischer Felder zu begründen und offensiv vertreten zu können. Die darin steckende bildungspolitische Sprengkraft, konkret Auflösung der Zentralität der Schule im System, ist bislang noch nicht annähernd erkannt worden. Gestatten Sie mir noch eine letzte Bemerkung. Die sonst in der sozial- und erziehungswissenschaftlichen Kritik formulierte Lesart, die Lebenswelt werde durch Systeme kolonialisiert, trifft aus unserer Sicht so in dieser Pauschalität nicht zu. Zwar zeichnen sich in diversen gesellschaftlichen Milieus und in der Alltagspraxis der Gesellschaftsmitglieder Tendenzen der Selbstpädagogisierung und der Selbstoptimierung ab, welche die Fassade aus Lifestyle, Fitness und Wellnesskultur vor sich hertragen, Glücks- und Erlösungsversprechen enthalten und letztlich ein verdinglichtes Verhältnis zum eigenen Körper und zur eigenen Bildungsbiografie evozieren, ohne dass an solchen Phänomenen pädagogische Organisationen direkt beteiligt werden. Allein diese alltagspathologischen Tendenzen werden aus der Sicht pädagogischer Einrichtungen sehr wohl kritisiert und kommentiert, ja manchmal sogar als Lüge und Entfremdungsphänomene entlarvt. Kindergärten weisen Vorschläge von Elterngruppen von sich, schon für Kinder im vorschulischen Alter ambitionierte Fremdsprachenangebote zu unterbreiten. Einrichtungen der Erwachsenenbildung sprechen sich gegen eine Funktionalisierung ihres Angebotes durch Betriebe aus. Es sind, so die Erfahrungen des Autors, gerade Repräsentanten pädagogischer Organisationen, die sich auf der Folie einer latent kulturkritischen Grundhaltung einer allzu radikalen und weitreichenden Pädagogisierung des Lebenslaufs aussprechen und auf die Autonomie der Lebenswelt pochen. Oder anders formuliert: Das von Habermas diagnostizierte Syndrom der Kolonialisierung muss nicht zwangsläufig und in jedem Fall von den Imperativen des Systems ausgehen, sondern kann sich auf Impulsen der Alltagskultur und der Kulturindustrie zurückzuführen sein. Die mit modernen Verfahren der Datenaufzeichnung jederzeit mögliche vollständige Dokumentation des Lese-, Arbeits-, Lern-, Aneignungsverhaltens pädagogischer Zielgruppen und die bildungsbereichsübergreifende Nutzung über die verschiedenen Segmente des Systems hinweg, etwa von der Vorschule, die Schule bis zur Universität, stellen heute technisch machbare Szenarien in einigen Ländern dar. Auch die Applikation der Schülerrolle in den Weiterbildungsbereich oder die Reduktion auf die Qualifikationsfunktion an den Hochschulen bei gleichzeitiger Abwertung der Sozialisationsfunktion wären solche negativen Beispiele. Da gerade das partielle Eigenleben der einzelnen Subsegmente im System für die pädagogischen anderen gewisse Freiheitsspielräume bietet, würde mit einem technisch verengten Kontakt- und Informationsmanagement bei bildungsbereichsübergreifenden Kooperationen auch das Risikopotenzial für die Subjekte zunehmen. Von daher müssen auch die Gefahren einer weiteren Systemintegration aufmerksam beobachtet werden. Das System sollte sich von Anmaßungen und Ansprüchen der Omnipotenz hüten. Nicht das pädagogisch organisierte System des lebenslangen Lernens, sondern die Gesellschaftsmitglieder verfügen
unter strikter Wahrung ihrer Autonomie über das, in Anführungszeichen, Hausrecht, über das Hausrecht eine sinnstiftende Ordnung in ihrer Bildungsbiografie herzustellen. Die Funktionsfähigkeit des pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens bemisst sich im positiven Sinne nicht nur daran, inwieweit die Gesellschaftsmitglieder auf die Inklusion in andere Funktionssysteme zielgerichtet vorbereitet werden, sondern auch daran, inwieweit sie die dort herrschenden Bedingungen unter Maßgabe humanitärer Maßstäbe verändern und aktiv gestalten können. Zu den Fehlern der emanzipatorischen Pädagogik zählt die Vorstellung, dass Erziehungs- und Bildungseinrichtungen direkt oder unmittelbar einen Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation leisten können. Das ist ein Irrtum. Es sind die Bürgerinnen und Bürger, welche dies vollbringen, die heranwachsenden und erwachsenen Gesellschaftsmitglieder, die unsere Erziehungs- und Bildungseinrichtungen durchlaufen und vom pädagogisch organisierten System des lebenslangen Lernens im günstigsten Fall so begleitet werden, dass sie eine kritische Urteilskraft, Fach- und Sozialkompetenz entwickeln und vor allem Mut, die Kraft und den Willen zur konstruktiven Veränderung unseres Gemeinwesens aufbringen. Vielleicht schwebte Jürgen Habermas genau ein solches Lernen vor, als er die Zeilen des hier vorangestellten Mottos ausformuliert hat. Ich wiederhole sie nochmal. Was wir Vernunft nennen, ist nur die subjektive Spiegelung einer soziokulturellen Lebensform sprachlich vergesellschafteter Subjekte, die nicht nur nicht lernen können, sondern die auf eine vollkommen neue, traditionsbildende, also kumulative und sich selbst beschleunigende Art lernen und damit die historische Gestalt ihrer Lebensform kontinuierlich verändern und die ihre Lebensform, soweit diese Veränderungen auf Lernprozesse zurückgehen, auch auf rationale Weise verbessern können. Ja, das war jetzt meine Abschiedsvorlesung. Ich verbinde große Dankbarkeit mit der Möglichkeit an dieser Institution, ich trenne ja immer zwischen Institution und Organisation, an dieser Institution 20 Jahre lang lehren und forschen zu dürfen. Es war eine große Freude und es war eine ganz große Ehre, mit Kollegen wie Michael Prumnik, Jochen Kade, Frau Thompson arbeiten zu dürfen. Ich danke meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Exemplarisch möchte ich nur die erste Mitarbeiterin, das ist Frau Meyer-Gutheil, und meine letzte Mitarbeiterin, Frau Marlene Klinsch, nennen, Ihnen danken. Danken möchte ich auch Frau Römer, Frau Leisnering und Frau Ellers. Besonders eng habe ich in all den Jahren mit Rudi Tippelt aus München und Julia Schütz kooperiert. Und ich bin sicher, dass wir das Konzept der arbeitsteiligen Gestaltung der Humanontogenese weiter ausdifferenzieren werden und weiter an der Theorieentwicklung arbeiten. Vielen Dank.